Hallo und willkommen bei den Denkreisen. In einer Unterhaltung, an der ich teilgenommen hatte, kam das Thema Hunde und Evolution auf und damit die schlichte Frage, warum gibt es Hunde? Ich weiß, die Antwort steht vermutlich in jedem besseren Biologiebuch. Hunde haben sich aus Wölfen entwickelt. Hunde sind sozusagen vom Menschen domestizierte Wölfe. Wir wissen sogar, wann dieses Zusammenleben begonnen hatte, vor über 30.000 Jahren. So wird zumindest geschätzt, das Datum scheint durchaus noch etwas umstritten zu sein. Doch hier ist das Problem. Die Evolution ist ein fluider Prozess, der sich zumindest gemessen an der Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen auf sehr, sehr großen Skalen abspielt. Ich meine, wir können uns vorstellen, was 20 Jahre sind. Wir können uns auch vorstellen, was 200 Jahre sind, aber schnell werden diese Zahlen abstrakt. Und wenn man bedenkt, dass es bei dem Blick in die Vergangenheit kaum mehr als 20 Generationen braucht, um bei der Renaissance und beim Mittelalter anzukommen, naja, da werden schnell die Grenzen unserer Vorstellung erreicht. So sind die Menschen des Mittelalters für uns bereits etwas sehr Fernes und Fremdes. Nur die allerwenigsten haben überhaupt einen aufgezeichneten Stammbaum, der so weit zurückreicht. Und doch ist die Zeit zwischen dem Mittelalter und dem Heute für die Evolution gänzlich unbedeutend. Für die Natur sind 500 Jahre nur ein winziger Augenblick. Es hat zum Beispiel 55 Millionen Jahre gedauert, bis aus einem Cambytherium ein Pferd geworden ist. Und ein Nashorn. Denn ein Evolutionsast kann sich natürlich in zwei unterschiedliche Äste spalten und vollkommen getrennte Entwicklungswege gehen. Diese Linie hier stellt die zeitliche Strecke von 55 Millionen Jahren dar. Verglichen damit sind die 30.000 Jahre, in denen sich aus Wölfen Hunde entwickelt haben, eine kaum darstellbare Einheit. Nun, in Wirklichkeit habe ich gemogelt, denn hätte ich das Größenverhältnis der beiden Zeitpfeile exakt beibehalten, wäre die kürzere Strecke für den Bildschirm unsichtbar gewesen. Wie ist das nur möglich? Wie konnte in so kurzer Zeit, die nach evolutionären Maßstäben nur ein Atemzug ist, aus dieser Tierart diese Tierart werden? Und diese? Und diese und diese. Vereinfacht gesagt, gab es in der Evolution der Hunde zwei zentrale Ereignisse, die formgebend waren. Und an beiden Ereignissen war der Mensch beteiligt. Das erste Ereignis haben wir bereits erwähnt. Es ist die grundsätzliche Domestikation des Hundes in der Steinzeit. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. Das zweite Ereignis ist die weltweite Bestrebung, Hunderassen zu züchten, die am Ende des Barocks und am Anfang der Neuzeit weltweit stattgefunden hatte. Mochte es davor im Mittelalter und in der Renaissance Bemühungen gegeben haben, Hunde zielgerecht zu züchten, dass sie bestimmte Aufgaben erfüllen konnten, also geeignet waren, bei der Jagd zu helfen oder Schafe zu hüten, so setzten sich in der Neuzeit doch eher verschiedene ästhetische Ansprüche an Form und Aussehen des Tieres durch. Ja, Moment. Damit man überhaupt im Barock und in der Neuzeit imstande war, Hunderassen herzustellen, brauchte man bereits einen sehr breit angelegten Genpool. Es hätte wenig genutzt, die in den Straßen barocker Städte herumlaufenden Promenadenmischungen wahllos miteinander zu kreuzen, in der Hoffnung, dass daraus ein Dalmatiner wird. Das würde nicht passieren. Man setzte hierbei darauf, dass in weit entgegengesetzten Regionen der Welt sich Hunde relativ unterschiedlich entwickelt haben und somit recht eindeutige Merkmale besessen hatten. Und fand man heraus, dass durch Kreuzungen zwei diverser Rassen sich eine eindeutige dritte Rasse ergeben hat, fokussierte man sich darauf. Ab da wurde es zwingend wichtig, die wahllose Vermengung des Genpools zu unterbinden. Viele der auffälligen Hundearten wie Pudel oder Schweißhund sind so entstanden. Professionelle Hundezüchter waren hierbei sogar so filigran, dass sie Kreuzungsergebnisse über mehr als eine Generation hinaus antizipieren konnten, während das unmittelbare Ergebnis für den Laien nicht sehr ermutigend aussah. Richard Dawkins schreibt darüber in seinem Buch The Greatest Show on Earth: Viele bekannte Hunderassen waren ursprünglich Mischungen anderer Rassen und das häufig noch in recht junger Vergangenheit, beispielsweise im 19. Jahrhundert. Mit der Bastardisierung wird die Isolation der Genpools auf virtuellen Inseln natürlich absichtlich durchbrochen. Manchmal wird die Kreuzung so sorgfältig geplant, dass die Züchter etwas dagegen haben, wenn man ihre Produkte als Köter oder Promenadenmischung bezeichnet, wie Präsident Obama sich selbst humorvoll nennt. Der Labradoodle, eine Kreuzung aus einem gewöhnlichen Pudel und einem Labrador Retriever, war das Ergebnis einer sorgfältig vorbereiteten Suche nach den besten Eigenschaften beider Rassen.
Wir können also festhalten, dass die meisten Rassen, wie wir sie heute kennen, im Verlauf der letzten 250 Jahre entstanden sind, überwiegend in Europa. Ein Prozess, der vor allem dadurch ermöglicht werden konnte, dass Reisewege besser erschlossen wurden und so betuchte Aristokraten sich zum Beispiel leisten konnten, dass man ihnen eine neu entdeckte Ausprägung oder Rasse eines Hundes aus dem fernen Indien, China oder Japan bringen konnte, sodass sie daheim in Europa ihre Kreuzungsexperimente vornehmen konnten. So hundertprozentig stimmt das nicht. Nehmen wir zum Beispiel einen Chihuahua, der für manches Auge mehr einer Ratte ähnelt als einem Hund, so war diese oder zumindest eine sehr ähnliche Ausprägung dieses Tieres bereits bei der Ankunft der Europäer in Mexiko vor über 500 Jahren vorhanden. So soll dieses Tier bei den aztekischen Aristokraten beliebt gewesen sein und wurde dort bereits Jahrhunderte früher gezüchtet. Es wird angenommen, dass es in Europa im Mittelalter rund ein Dutzend unterschiedlicher Hunderassen gegeben hat. Das ist also nur eine Handvoll verglichen mit der Vielfalt heute. Doch sind das alles gezüchtete Rassen, entstanden durch die Römer oder durch Germanen, durch Kelten? Der Windhund oder eben der spanische Galgo hat schon die Herkunft im Namen. Der gallische respektive keltische Hund soll bereits vor der Ankunft der Römer den Kelten bei der Jagd geholfen haben. Wenn das stimmt, gab es bereits vor über 2000 Jahren Windhunde. Es ist somit nicht auszuschließen, dass in anderen Hochkulturen, sei es in China, in Japan oder im alten Ägypten, bereits Bemühungen stattgefunden haben, aus der Gensuppe der Hunde klare Rassen zu extrahieren. Die Situation vor 1000 oder 2000 Jahren hat also keine so klaren Abgrenzungen. Es wird hier und da sicherlich Züchtungsmaßnahmen gegeben haben, doch die Gene innerhalb der Hunde haben infolge der neuen Umgebungsvariablen, sprich warmes Lagerfeuer, ein Napf mit Fressen und vor allem eine geschützte Umgebung zum Heranziehen von Jungen, dazu beigetragen, dass die Merkmale eines Symbionten den Ansprüchen und Erwartungen des Wirtes entsprechen. Das sind wir, der Mensch. Damit kommen wir zu einem populären Stichwort, Mutationen. Mutationen kommen in der Natur häufig vor, doch sie sind nicht das auffälligste Merkmal der Evolution, auch wenn viele das denken. Ich möchte mit Nachdruck betonen, dass X-Men eine Fantasie sind. Es gibt in der Natur kleine Mutationen und es gibt auch große Mutationen. Und fast immer sind sie unbedeutend. Mit anderen Worten, für eine Tierart kann eine Mutation die Fortsetzung der eigenen Spezies bedeuten, aber meistens handelt es sich dabei nur um einen zufälligen Effekt der Fortpflanzung und der Umweltfaktoren und fast immer endet diese Mutation mit dem Tod des Tiers, da es ihm selten einen unmittelbaren Vorteil bei der Nahrungsbeschaffung oder Fortpflanzung bringt. Und in Einzelfällen ist natürlich das Gegenteil der Fall. Aber das ist auch typisch für die Natur. In der Natur laufen auf einer Skala von 10 Millionen Jahren Millionen Mutationen komplett schief und dann ist eine einzige plötzlich vorteilhaft und wird beibehalten und setzt sich in die nächste Generation fort. Ich meine, der allererste Polarbär, der mit weißem Fell auf die Welt gekommen ist, extrem gewitzt. Die Tatsache, dass gegenwärtig vereinzelt Polarbär-Kinder auf die Welt kommen, die wieder braunes oder bräunliches Fell haben, sollte uns alle etwas mehr alarmieren. Denn in der Regel kriegen wir in der Natur selten Mutationen mit eigenen Augen zu sehen, weil, wie anfangs gesagt, die Zeitdimensionen so groß sind, dass wir es im Verlauf unseres viel zu kurzen Lebens kaum mitkriegen würden. Doch die eifrigen Hundezüchter haben das Mutationsthema für sich erobert. Denn indem sie Hunde miteinander kreuzten, die verschiedener Herkunft waren, weil sie zum Beispiel von zwei unterschiedlichen Kontinenten stammten, gab es ein gehäuftes Auftreten an kleinen und großen Veränderungen. Doch nun, in einer geschützten Umgebung der Domestikation, der Hundehütte und des Hundenapfs, konnte das Tier weiterleben und sich auch vermehren. Man war zumeist auf bestimmte Ästhetik im Aussehen des Tiers fokussiert, nicht auf die Überlebensfähigkeit des Tiers in freier Natur. Und eine Mutation kann sich auch in der Psyche äußern. Manche Hunde wurden gezüchtet, weil sie aggressiver als andere waren, während andere Rassen gezüchtet wurden, weil sie weniger aggressiv waren. In beiden Fällen wurde die Veränderung mit Fortsetzung der genetischen Vererbung belohnt und setzte sich in weiteren Generationen fort. Ich meine, wir sind uns doch klar darüber, dass die meisten Hunde und Katzen, die uns so im Alltag begegnen, irgendwo in der russischen Taiga nach ungefähr 3 Wochen tot wären. Wären diese Tiere gezwungen, wieder nach den Gesetzen der natürlichen Selektion zu funktionieren? Puh, alter Schalter. Man kann also sehen, wie alltägliche Bestrebungen, aber auch exzentrische Hobbys dazu geführt haben, dass die Hunde in den letzten Jahrhunderten so geworden sind, wie sie sind. Doch damit kommen wir zu der wichtigsten Vorstufe dieser künstlichen Selektion, nämlich dem Akt der Domestikation zehntausende Jahre zuvor.
Also die Steinzeitmenschen leben in Sippen und Siedlungen. Sie haben Feuer, das sie vermutlich wie ein Heiligtum beschützen. Denn das Feuer gibt ihnen Wärme und Licht in der Nacht. Es macht die Nahrung genießbarer. Und es gibt ihnen sogar Schutz, denn die wilden Tiere da draußen stehen nicht so drauf, dass man ihnen mit einer brennenden Fackel vor der Nase wedelt. Und es gibt die Wölfe. Aggressive, streng organisierte Rudel, die gemeinsam nach Nahrung suchen, was sie gegenüber den Menschen zu einer empfindlichen Gefahr macht. Wir reden von der Eiszeit. Ich nehme an, Wölfe jagen immer lieber Kaninchen oder Hirsche. Doch wenn Nahrung knapp wird und die ständige Kälte immer mehr Kalorien fordert, ist der Spaß vorbei. Ich bin sicher, die Wölfe der Steinzeit waren nicht bereit, einfach passiv den Tod hinzunehmen, wenn die Alternative darin bestand, auch mal den halbnackten Zweibeiner anzugreifen. Die klassische Vorstellung besagt nun, dass der Urzeitmensch naheliegenderweise Abfälle produziert hatte. Er wird Knochen und vielleicht Eingeweide in irgendwelche Gruben am Rande der Siedlung entsorgen und schafft damit natürlich Anreize für Wölfe, auf diese Weise schnell und schmerzlos an etwas Futter zu kommen. Und so beginnt sich hier am Rande der Siedlung eine Symbiose zwischen Mensch und Tier abzuzeichnen. Im Einzelfall mögen Menschen in den Besitz von Wolfswelpen geraten sein und haben diese aufgezogen, genährt und an sich gewöhnt. Diese ganze Idee hat erstmal ein großes Problem. An dieser Stelle würden Biologen, die sich auf Wölfe spezialisiert haben, doch auch widersprechen. Erfahrung zeigt, dass es außerordentlich schwer ist, Wölfe zu domestizieren. Wölfe haben tief eingeprägte Verhaltensformen und soziale Strukturen, die ganz im Konflikt mit den Verhaltensmustern eines Hundes stehen. Der Aufwand, ein einzelnes Wolfstier an eine Gruppe Menschen zu gewöhnen, ohne dass das Tier alle 2 Wochen irgendein Kind zu Tode beißt, ist ziemlich groß und nicht ohne Tücken. Hunde sind keine domestizierten Wölfe. Also hier zeichnet sich bereits ein Riss in der stark vereinfachten Vorstellung einer Domestizierung von Wölfen. Natürlich kann man über diesen Prozess viel spekulieren. Die Zeiträume sind groß, zumindest für uns. Wir sprechen von 30, vielleicht 40.000 Jahren. Da ist auch viel Beobachtung dabei. Es wird damals Jäger gegeben haben, die auf 10 oder 20 Jahre Erfahrung zurückgeblickt haben und somit imstande waren, über die Verhaltensweisen der Wölfe viel zu erzählen, das mehr Substanz hatte als nur Horrorgeschichten am Lagerfeuer. Und auch vor 30.000 Jahren mag gegolten haben, dass der Erfolg jenen gebührt, die verrückten und mutigen Ideen folgen. Einzelne Enthusiasten könnten es auch damals auf sich genommen haben, ihr ganzes Leben den Wolfsrudeln zu widmen, so wie es heute ein Verhaltensforscher tut. Diese Erfahrungen mochten einschneidender sein als diese problematische Geschichte von Wölfen, die anfangs um die Müllhalden streunen und sich nach einer Weile streichen lassen. Genau wissen wir es nicht. Natürlich ist es so, dass die meisten Säugetiere auf Nahrungsquellen ansprechen. Wer jemals einen Streuner in seiner Nähe hatte, ob Hund oder Katze, hat vermutlich erlebt, wie sehr ein solches Tier imstande ist, in kürzester Zeit den gesamten Lebensentwurf auf den einen Quadratmeter zu verlagern, wo täglich wundersamerweise die Schüssel mit dem Futter auftaucht. Doch das ist eben ein Tier, das bereits in der 1000. Generation domestiziert ist. Ein Luchs würde an dieser Stelle vermutlich nicht so leicht mitmachen. Manche Tiere würden sogar den Hungertod der menschlichen Nähe vorziehen. Die Instinkte der Menschen nicht zu trauen, sind da einfach zu groß. Und das Problem mit Streunern ist, dass sie auch innerhalb ihrer eigenen Art oder Gattung Einzelgänger sind. Wir reden von Hunden und Katzen, die eins gemeinsam haben. Sie sind absolut desinteressiert an jeglichem sozialen Verhalten innerhalb ihrer Art. Null. Deshalb ist ein Streuner schnell wieder auf ein Heim fixiert. Und wenn es irgendwo im Hinterhof eines Haushalts eine Stelle gibt, wo regulär Nahrung abgelegt wird, ist dieses Tier bereit, bis ans Lebensende nonstop an diesem Spot zu sitzen und auf diesen einen Augenblick zu warten. Der Augenblick, wo die Schüssel kommt. Das alles kann man nicht auf Wölfe anwenden. Und doch habe ich mich gefragt, ob es denn hier Anomalien gegeben haben mag. Also einzelne Wölfe, die den Rudel verlassen und die somit prädestinierter wären, dem Menschen eines Tages aus der Hand zu fressen. In dem Buch von Adam Miklosi, Dog Behavior, Evolution and Cognition, habe ich diese Stelle gefunden und hier mal kurz übersetzt. Unterschiede in der Größe des Rudels finden auch statt, wenn sich die Hauptbeute innerhalb der Jahreszeiten verändert. Eine Verminderung des Umfangs kann mit verschiedenen Kofaktoren zusammenhängen, wie erhöhte Sterblichkeit am Ende des Winters oder eine erhöhte Ausbreitung. Während der Nahrungsmittelknappheit steigt die Anzahl an Individuen, die aus dem Rudel verstoßen werden.
Das ist ja mal ein interessanter Hinweis. Einzelne Wölfe werden somit seit Hunderttausenden von Jahren aus dem Rudel verstoßen, damit das Gleichgewicht zwischen Rudel und der verfügbaren Beute in einer Region gewahrt bleibt. Ich nehme an, dass die ausgestoßenen Wölfe eher zum Tode verurteilt sind, denn die Beute, auf die Wölfe spezialisiert sind, zum Beispiel Rehe, bedarf eindeutig einer Rudeljagdstrategie. Ein solches Tier kann nicht einfach sein Verhalten innerhalb weniger Wochen umkrempeln und zu einem Einzeljäger im Stil eines Fuchses werden. Das kann die Natur nicht. Aber falls sich ein solcher Wolf daran erinnern kann, dass 2 Tage in diese Richtung entfernt diese nackten Affen leben, die immer all die Knochen in die Grube am Waldrand werfen. Hier zeichnet sich doch ein Szenario ab, wie Wölfe doch noch in eine Symbiose mit dem Menschen getreten sein könnten. Ausgehungerte und demoralisierte Einzeltiere auf der Suche nach Aas in der Nähe von menschlichen Siedlungen. Vorstellbar. Und doch klingt die konventionelle Erklärung plötzlich recht spekulativ. Doch sollte es so passiert sein, dass einzelne Tiere sich wegen Nahrung der Menschen untergeordnet haben, greifen dann doch noch Mechanismen der natürlichen Selektion, wenn auch plötzlich eingepasst in eine menschliche Umgebung. Der Mensch stellt Erwartungen an das Tier, belohnt diese aber unentwegt mit Nahrung, Wärme und diesem neuen Phänomen auf der Palette der Verhaltensmuster Streicheleinheiten. Je mehr sich das Tier den Regeln des Menschen beugt, desto näher an das wärmende Feuer darf es. Und irgendwann tritt eben der Punkt ein, dass der Wolf auf der Seite des Menschen am Rande der Siedlung die anderen herannahenden Wölfe anknurrt und anbellt. Der Hund ist sozusagen geboren. Dass dann aus diesen Wölfen in so kurzer Zeit, und kurz meint hier eben 25.000 Jahre, Windhunde und Bernhardiner geworden sind, ist immer noch recht erstaunlich. Aber man muss berücksichtigen, dass sämtliche Formen der Jagdstrategie und Nahrungsbeschaffung sich für diese Tiere schlagartig geändert haben. Ohne dass die zu erwartende natürliche Konsequenz des Todes eintraf. Der Mensch hat das verhindert. Gleichzeitig hat der Mensch die Anpassung an diese Veränderungen unentwegt mit mehr Wärme und mehr Nahrung belohnt. Und dann war da noch etwas anderes. Kinder. Die menschliche Empfindung bezüglich dessen, was ein Kind bei einem Tier als niedlich empfindet, scheint überall auf der Welt ähnlich zu sein. Schönes Fell, schöne Ohren, Augen, die niedlichen Winselgeräusche, all das. Innerhalb dieses Gefüges liegt es nahe, dass jede Mutation, die in Richtung von noch mehr Niedlichkeit und noch mehr Charisma nach menschlichen Maßstäben ging, natürlich auch belohnt wurde. Ein Tier, das sehr niedlich ist, mag nicht unbedingt stärker oder gesünder als andere sein, aber es wird mehr Schutz und Geborgenheit erfahren und somit länger leben und sich vermehren. Hunde sind intelligent genug, um auf Zuneigung anzusprechen. Hier könnten wir natürlich die noch gänzlich offene Diskussion fortsetzen, ob diese Tiere das aus einer ähnlich gearteten Zuneigung heraus erwidern oder ob sie einfach die Vorzüge dieser Behandlung gerne in Anspruch nehmen. Ich meine, für einen Hund ist es ein verdammt großer Unterschied, den Winter in einer kalten Hundehütte hinter dem Haus zu verbringen oder direkt bis an das Feuer im Wohnzimmer der Stube eingeladen zu werden, auf weichen Kissen zu liegen und hinter den Ohren gekrault zu werden. In beiden Szenarios ist das Tier gut genährt und beschützt. Doch das eine Szenario ist irgendwie verdammt angenehmer. Wenn ich an Haustieren etwas beobachten konnte, dann, dass sie unentwegt für die Option offen sind, die eigene Situation noch etwas mehr zu verbessern. Warum sonst würde es eine so verrückte Industrie rund um Katzen- und Hundefutter geben? Natürlich hat es etwas damit zu tun, dass die Menschen einen Klatsch haben. Denn bei Hunden und Katzen sprechen wir von 2 Tierarten, die seit Jahrtausenden gewohnt sind, sich von Müll und Aas zu ernähren. Aber es sind ja auch Hunde und Katzen, die auf uns reagieren und mit einer etwas dick aufgetragenen Selbstdarstellung, einer gespielten Unzufriedenheit uns dazu anhalten, dass wir um sie besorgt sind und immer mehr an ihrem faulen, verfressenen Lifestyle feilen. Es macht die Tiere nicht unbedingt stärker, aber es macht sie zahlreich. Und vergessen wir nicht, dass die Lebensspanne von Hunden und Katzen im Haushalt teilweise doppelt oder bei Katzen sogar 5-mal so lang ist als auf der Straße. Und dafür sind wir Menschen doch dankbar. Hier zeigt sich auch, dass die Evolution blind und taub ist und alles andere als ein Intelligent Design. Man kann eine Tierart in einer künstlichen Umgebung aufblühen lassen, obwohl die Vorzüge dieser Umgebung zumeist nach den Maßstäben der Evolution nur ein kurzer Modegag sind. Ich meine damit, wenn der Mensch aussterben sollte, werden auch eine Menge Hunde und Katzen aussterben. Denn ihre DNS existiert in der Täuschung, dass die künstlichen Lebensumstände, die der Mensch geschaffen hatte, quasi die Natur sind. Das egoistische Gen kann also durchaus getäuscht werden. Damit kommen wir mit unseren Betrachtungen in die Gegenwart. Heute wird von vielen Biologen die Ansicht vertreten, dass die Erschaffung der Hunde aus Wölfen durch den Akt einer
Domestikation nicht sehr genau beschreibt, was eigentlich passiert ist. Vielmehr haben sich die Hunde dank eines sehr flexiblen und anpassungsfähigen Genpools irgendwie auch selbst erschaffen. Die Grenzen sind hier fließend und etwas philosophisch. Ja, der Mensch hat den Wolf domestiziert und den Hund erschaffen, doch es mögen spezielle Abweichlinge und Außenseiter außerhalb der Wolfsgesellschaft gewesen sein, die den Menschen als Versorger gewählt haben und sich auf diese Weise auch selbst erschaffen haben. Doch eine eindeutige Symbiose ist es nicht. Warum? Na, das erkennt man heute vor allem an einer Sache. Es gibt weltweit über 1 Milliarde Hunde. Doch kaum mehr als 25% lebt in einer Symbiose mit dem Menschen. Der Rest streunt herum, ernährt sich von Abfällen und verursacht unter Menschen tausende Tote jährlich durch Tollwut. Für viele stellt der Hund also als Spezies nicht so sehr ein domestiziertes Tier dar, sondern einen erstgradigen Parasiten, den die Steinzeitmenschen einst in unsere Welt eingeschleppt haben. Vergessen wir nicht, dass heute die gesamte Hundekultur, die der Mensch eifrig betreibt, auf der Idee basiert, der Hund sei des Menschen bester Freund. Eine Vorstellung, die eindeutig nicht von den Hunden oder gar von den Wölfen stammt. Und dann gibt es da natürlich Phänomene wie die Dingos. Dingos sind echte Ex-Haushunde, die aber bereits vor Jahrtausenden wieder verwildert sind und über Asien in Australien eingewandert sind. Ich muss da natürlich an Rudyard Kipling denken. In seinem Dschungelbuch gibt es das berühmte Kapitel The Red Dog, wo eine riesige Armee wilder Dollhunde in Mauglis Dschungel einbricht, um dort wie eine Art vierbeinige Heuschreckenplage eine Spur der Verwüstung zu hinterlassen. Doch sie stoßen dort auf eine mutige Truppe aus Wölfen, angeführt von Akela, dem grauen Wolf. In der Geschichte begegnen wir auch Von Tolla, dem Solitary Wolf, ein eher ambivalenter, leicht verschlagener Wolf, der ohne Rudel lebt. Vielleicht hat hier Kipling in seinem genialen Jugendbuch den Prototyp eines domestizierbaren Wolfes beschrieben. Auf jeden Fall hatte Kipling kein Herz für Dolls, denn er beschreibt sie als eine aggressive, brutale Plage ohne Herz und Gesetz. Die ganze Situation erinnert an die Schlacht bei den Thermopylen, wo eine Handvoll Griechen vergeblich, doch heroisch gegen eine Flut aus Persern kämpft. Die Wölfe bei Kipling haben aber einen Trumpf im Ärmel. Oder im Pelz. Gemeint ist natürlich Mowgli, der an der Seite der Wölfe kämpft und das menschliche Gehirn in die Waagschale wirft. Der Hund ist schon immer auch Projektionsfläche gewesen und für das genetische Erbe ist es ein Kinderspiel, sich entlang menschlicher Projektionen fortzupflanzen. Das ist ja auch viel leichter, als sich in der harten, tödlichen Arena der freien Wildbahn durch die Äste der Evolution zu behaupten. Das ist ungefähr alles, was ich über dieses Thema weiß und zuletzt gelesen hatte. Es ist nicht viel und vermutlich weißt du darüber viel mehr. Wenn ja, lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich fand das Thema interessant und vielleicht geht es dir wie mir mit der Erkenntnis, dass wir im Alltag zu wenig über das Wesen der Evolution nachdenken. In diesem Sinne gilt, sei neugierig, lies Bücher, lasse dich nicht polarisieren.